Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem Kanal Custom Truck Channel Germany. Heute will ich euch ein Unboxing-Video kurz zeigen vom Firestone Coilride Kit. Das ist das Kit, was ihr im Prinzip braucht, wenn ihr die Hinterachse verstärken wollt für Lasten bzw. wenn ihr mit dem Anhänger fahren wollt. Das Kit passt für Generation 4 Trucks, die mit den Schraubenfedern ausgestattet sind und ist freigegeben bis 1000 Pounds, das heißt ganz grob knapp 500 Kilo, was das System hier ausgleichen kann. Es gibt noch die anderen Systeme, die richtige Luftbälge drin haben, die dann teilweise bis 5000 Pounds gehen, also knapp 2300 Kilogramm. Das Kit war mir aber zu umständlich vom Einbau her, weil man dadurch dann die Bumpstops abflexen müsste und ich einfach auf gar nicht so viel Unterstützung brauche. Gut, gucken wir einfach mal rein, was in dem Kit drin ist. Das Kit habe ich mir bestellt bei Summit Racing in den USA. Und Hauptbestandteil natürlich in dem Kit sind diese beiden Luftbälge. Die werden in die Feder reingesteckt. Hier oben hat man dann, sieht man schön, ein ganz normales Autoluftventil, wo das Ganze dann angeschlossen wird von der Luft her. Das heißt, ich habe im Kit einmal diese zwei Luftbälge. Einen, dann noch einen. Hinzu kommt dann eine Leitung. Das ist die Luftleitung, die dann angeschlossen wird. Und wie man hier oben sehen kann, sind es dann zwei Verschlüsse, einfach Überwurfmuttern, die dann hier oben aufgeschraubt werden und sich über die Gummidichtung hier innen drin dann selbst abdichten. Als nächstes haben wir dann hier einen Beutel mit den ganzen Kleinteilen. Kann ich jetzt gleich mal auspacken, dann zeige ich euch die Kleinteile. Habt ihr im Prinzip dann hier diese beiden Ventile. Das heißt, hier hinten, der hintere Teil vom Ventil, der funktioniert so, da wird der Schlauch einfach reingesteckt und durch Ziehen wieder nach außen hält er sich dann alleine fest. Und hier auf der Seite habt ihr ein ganz normales Ventil für eine Luftpumpe, wo man auch das Auto im Prinzip mit aufpumpt. Die beiden Anschlüsse kann man dann nach hinten verlegen oder auch ins Rathaus, je nachdem. Das zeige ich euch dann das nächste Mal, wenn ich es einbaue. Vorteil an zwei Leitungssystemen ist definitiv, ich habe einen Ausgleich für links, rechts. Es gibt auch noch ein Kit, wo man im Prinzip über ein T-Stück das Ganze nur auf ein Ventil setzen kann. Das mache ich aber nicht, weil ich lieber gern links und rechts unabhängig voneinander kontrollieren kann. Genau, dann habe ich hier auch noch zwei Abdeckhülsen mit dabei, die im Prinzip auch gleichzeitig ein Ventilausdreher mit integriert haben. Unterlegscheiben natürlich auch mit dabei. Dann hier die Kabelbinder zum Festmachen. Ob ich die dann später benutze, weiß ich nicht. Muss ich mir vielleicht was anderes überlegen, weil Kabelbinder allein reichen mir eigentlich nicht. Dann habe ich hier noch zwei Flexschläuche mit im Kit integriert. Diese Flexschläuche sind dafür da, dass wenn die Leitung irgendwo relativ nah in Nähe des Auspuffs kommen würden, werden die über die Leitung drüber gezogen. Aber ich hatte das vorher bei meinem alten Pickup, da war auch schon so ein Kit eingebaut, war es so, dass diese Leitungen auch als Scheuerschutz gelten sollen oder herhalten sollen. Das haben sie aber nicht wirklich ordentlich gemacht. Also ich musste sie dann ab und zu mal drehen und wieder verrutschen, weil die trotzdem durchgescheuert sind. Deshalb habe ich mir jetzt schon im Zubehörhandel einfach hier diese Wellrohre geholt. Und der Vorteil an dem Wellrohr ist, das ist jetzt in dem Fall ein Innendurchmesser von 7,5 mm, ja, eben muss ich kurz überlegen, und ein Außendurchmesser von 10, also 1 cm, passt genau für die Leitung hier, der habe ich vorher ausgemessen. Die Leitung hat 6,5 mm Durchmesser und damit es dann sauber verlegt ist, werde ich dann hier das komplette Wellrohr selbst verlegen und die Leitung überziehen. Und dann denke ich, habe ich Ruhe, dass da irgendwas mal durchscheuern soll. Aber wie gesagt, das habe ich mir hier extra geholt. Kostet, glaube ich, keine Ahnung, der Meter irgendwie 1,30 Euro oder so, je nachdem, was für Mengen ihr abnehmt. So, gucken wir weiter ins Kit. Ganz wichtig noch im Kit drin, habe ich hier diese zwei oberen Federteller oder Luftbälgteller. Die werden dann im Prinzip später, damit sie es oben richtig gegenlegen kann, werden die hier so drüber gepackt über den Luftbalg. Und hier oben geht dann die Luftleitung rein und geht dann nach oben durch den Rahmen raus. Das ist einfach nochmal als Schutz, dass wenn der Balg dann drin ist, dass er oben ein sauberes Widerlager hat und dann nicht irgendwie hier oben verletzt wird und kaputt geht. Mal auch, wie gesagt, zwei Stück dabei. Lege ich gerade mal hier neben hin.
So, machen wir weiter, was sonst noch drin ist. Ja genau, jetzt als letztes haben wir hier im Prinzip noch für alle, die hinten vielleicht zum Beispiel nicht bohren wollen, ist das nochmal ein kleines Bracket, wo man dann die Anschlüsse auch reinlegen kann. Zeige ich euch jetzt gleich mal. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das benutze. Dann habe ich ja auch wieder zwei Kabelbinder dabei, die ich mal vergrößere. Und dann hier dieses Bracket mit dem Ride-Ride-Emblem. Da wäre es dann im Prinzip so, dass wenn ihr das benutzen wolltet, dann wird einfach hier ein Ventil da reingeschraubt. Ich zeige es kurz mal. Wird dann hier von hinten durchgesteckt. Und dann einfach mit einer Unterlegscheibe und dann wieder der Mutter vorne dran gesichert. Und so können dann beide Ventile nebeneinander verschrauben. Und das kann man dann zum Beispiel hinten, seht ihr, das Ganze hat ein bisschen eine eckige Form, könnte man das dann hinten irgendwo entsprechend verschrauben und könnt ihr auch nebeneinander legen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht durch die Stoßstange bohren will. Genau, dann haben wir das. Und ganz zum Schluss haben wir dann hier im Paket noch die Einbauanleitung. Die ist auch relativ schön bebildert. Also selbst wenn jetzt jemand der englischen Sprache nicht unbedingt so mächtig ist, ist es trotzdem so, dass dann hier drin im Prinzip alles entsprechend beschrieben ist. Also ist auch ohne englische Sprachkenntnisse relativ einfach durchzuführen. Genau, das war es im Prinzip schon, was das Unboxing-Video angeht. Einbau folgt dann demnächst, sobald die Außentemperaturen es zulassen, dass man nicht direkt blaue Finger kriegt, wenn man länger hier draußen zu tun hat. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.